Das Gnadengewand Jesu bewahrt vor dem Feuertod. Dass der König im Gleichnis von der Hochzeitfeier ein Heer entsendet, um die Mörder seiner Diener zu richten und ihre Stadt im Feuer zu vernichten, erfüllte sich nicht nur 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde, sondern es wird auch in der Endzeit geschehen. Dies zeigt Offenbarung 19, 14 und 19. Denn der Sohn Gottes wird inmitten seines himmlischen Heeres zur Erde herabsteigen, um die blutberauschte Stadt Babylon, ihre wesenhafte, also personenmäßige und schließlich ihre örtliche Welt in einem Heiligen Krieg zu beseitigen. Der feurige Gerichtssohn Gottes trifft das seine Propheten und Heiligen mordende gesetzische, irdische Jerusalem zurecht. Dies geschieht im zeitlichen Kontext der im himmlischen Jerusalem stattfindenden Hochzeitsfeier Jesu, zu der die wesenhafte Gnade alle Menschen einlädt. Alle, die aus dem irdischen Jerusalem herausgehen, erhalten ein Gewand geschenkt, das sie legitimiert, an den himmlischen Feierlichkeiten teilzunehmen. Offenbarung 19,9 und 14. Und er spricht zu mir: Schreibe Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Jesaja 61, Vers 10 und 11: Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, so wird der Herr Herr Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor allen Nationen. Wer dem Ruf zur Hochzeitsfeier zu kommen nicht folgt, bleibt in Babylon und geht mit dieser die Gnade Gottes ablehnenden Stadt im Feuer unter. Es sollte beachtet werden, dass gemäß Matthäus 22.7 nicht nur die Mörder der christlichen Märtyrer sterben müssen, sondern die gesamte Stadt in Brand gesteckt werden wird, so dass darin auch solche umkommen werden, die ihr babylonisches Wesen nicht aufgeben wollen und deshalb nicht würdig sind, an der Hochzeit des Lammes teilzunehmen. Im Unterschied zur Himmelsstadt, wo die Stimmen des Bräutigams und der Braut erschallen, verstummt das Wort Gottes im irdischen Bereich der falschen Braut vollständig, und der Heilige Geist verlässt ihn. Offenbarung 18.23 und das Licht der Leuchte nicht, ja nicht ist es noch erscheinen gemacht in dir, und eine Stimme gemäß der Stimme des Bräutigams und der Braut nicht, ja nicht wird in dir noch gehört, da deine Händler die Magnaten des Erdlands waren, da in deiner Zauberei all die Nationen beirrt wurden. Das ignorante Jerusalem wird nicht der Ort himmlischer Feierlichkeiten sein, sondern der des Feuergerichts Gottes, denn in der irdischen Anti-Hochzeit der Hure wird ihre Verbindung mit dem falschen Messias gefeiert. Solche, die das Gewand der Gnade nicht tragen wollen, weil sie im Gesetz verbleiben möchten, können nicht zum himmlischen Bräutigam kommen. Wenn sie es dennoch versuchen, lässt er sie aus seiner Gegenwart entfernen. Als Leibesglieder Babylons gelangen diese Berufenen, aber nicht Auserwählten, in die Finsternis der Gottferne.